Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Police Simulator Patrol Duty. Weißt du was? Wir machen mal wieder Verkehrsdienst. Ja. Oh, wo guck ich denn hin? Ambulance and a police unit over right away. Hi. Without the cops, the city would tear itself apart. Excuse me, I have to go. Somewhere there's a crime happening. So, da rennen wir mal. Oh, Nachtschicht. Okay. Erstmal die Karre geschrottet, Mann. Oh. Oh Mann. Natürlich doof, dass jetzt unsere Karre kaputt ist, schon. Natürlich hart belastend. Sollten wir überlegen, wenn wir hier fertig sind, unseren Dienstwagen zu wechseln. Weil sonst wird es ja gar nichts. Im Zweifel werden wir einen verfolgen und dann rammen müssen und unsere Karre schon angedamaged ist. Da. The nightclub in North Beach has been robbed. A team has already been dispatched to secure the location. Mord. Needed to help with the investigation. All witnesses must be interrogated and the crime scene needs to be processed. Was machen wir?
Hier wird noch schnell. I think I recognize this one. Oh well, here's another ticket. Ja, das ist schon dreist. Copy that. A tow truck has been dispatched to your current location. Over. Na komm. Andi Funzel. Nein. Nein. Ja. Das sieht der schon wieder raus. Müssen wir uns merken, auf der Straße von der Tankstelle stand eine Karre. Aber die Straße, wo dieser Knick hier nicht ist. Wenn wir einen Mord untersuchen. Oh, hier steht auch noch einer. Und wir als Sergeant kümmern uns natürlich vorrangig um den Mord. Dann ist ja klar. Tickets können wir auch aufschreiben, wenn nicht so viel los ist. Sechs Hinweise wollen gefunden werden. Notruf Tatortuntersuchung. Interagiere mit den Zeugen am Tatort. Wähle im Kreismenü die Option zu reden aus und beginne deine Ermittlungen mit einem Dialog. Um deine Ermittlungen zum Erfolg zu führen, musst du die nützlichen Hinweise von den Zeugen sammeln. Musst du nützliche Hinweise... Okay. Nachdem du den Zeugen befragt hast, okay... Report and the next I'm responding to an emergency. Never a dull moment, right? So. Du und ich unterhalten uns jetzt mal. This mess anytime soon? We're working on it, sir. We're working on it. Excuse my asking, officer, but what were those loud noises before? The investigation is ongoing. It's a good thing you guys from the police department are always prepared. Okay. Thank you, ma'am. We're here to serve and protect. Things aren't looking good back there. We'll take care of it. Everything will end up okay. Is everything okay? It doesn't look good, man. It doesn't look good. Scheiße. Ah, hier sind die ganzen Zeugen. I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Of course, officer. I appreciate your cooperation. Dankeschön. Can you tell me what happened here? All of a sudden, there was this commotion. I heard someone screaming, and then everyone ran into the back alley. Did you hear or see anything out of the ordinary? Yeah, I heard something like glass breaking before all the screaming started. Did you get any closer to the crime scene?
Yeah, but then I saw blood on the floor and I couldn't get any closer. I can't stand the sight of blood. Okay. Where were you when this all happened? Well, I was waiting in line with my friends. Did you see anyone leave the scene? No, I can't say I did. Was anyone else hurt? I'm not sure, but I guess not. Okay. Do you come here often? No, not really. This was my first time. Okay. Here. I have no further questions. Thank you for your cooperation. You're welcome, officer. I'd like to see some ID, please. It's not the best shot in me. Das ist mir gerade in dem Moment ziemlich egal. Wir sollten gleich auf jeden Fall unsere Waffe in Anschlag tun. I'd like to ask you a few questions, if that's okay. Of course, officer. I appreciate your cooperation. Did anything out of the ordinary happen? Yeah. Earlier I had to throw two dudes out of the club. One of them was the guy that ended up dead in the back alley. Okay. Did you know the victim? No, not personally. He was just another guy in the club. Can you describe the other person? He was wearing a blue suit. He had spiky blonde hair. Can you tell me what happened next? Not really. As soon as I threw them out, they went to separate okay, ways. Okay. Did you see any suspicious cars parked around here? No. Can't say that I did. Did anyone else get hurt? Guy got his foot stepped on. Other than that, no. Did anyone leave the premises? It's hard to tell. There were a lot of people running around. I have no further questions. Thank you for your cooperation. You're welcome, officer. I'd like to see some ID, please. Here, officer. Ja, den hätte ich dann auch gerne. Edward Foster. Da ist alles cool. Machen wir mal da weiter. Get a closer look, officer? No, please stay back here. Do not interfere, or I'll have you arrested. This is outrageous. Were you around here when it happened? Oh, no. I ran here from my shop to see what had happened. Okay. I don't think so. Go to hell! Did you witness anything out of the ordinary? I arrived after it all happened. I didn't see anything. Go to hell! Hey, everything all right? Look around you. Does everything look all right to you? I'd like to ask you a few questions, if that's okay. So. Of course, officer. I appreciate your cooperation. Can you tell me what happened here? Two guys started a fight in the middle of the dance floor. And one of the bouncers had to kick them out. Okay. You know why they were fighting? The music was pretty loud. But I overheard one of them shouting, "Stay away from my wife, you dirtbag." Okay. Anything peculiar about these individuals? Yeah, one of them was really drunk. Can you describe these individuals? Nice. I was behind the counter and the club is kind of dark. When did you arrive at the club? A bit after midnight. My shift didn't start till later. Did you see any suspicious cars parked around here? No, I didn't. I have no further questions. Okay. Thank you for your cooperation. You're welcome, officer. Can you please show me some ID? No problem, officer. Here you go. Dankeschön, Felicia. Gibson! Na, da ist auch alles fein. Dann untersuchen wir jetzt mal die Crime Scene. Und
da gebrochenes Glas? Oder so? Ja. Weil es wurde ja gesagt, dass da die Patronen sind. Hier ist das Blut. Kehre zum Polizeirevier zurück. Ja, dann kann ich auch gleichzeitig noch die Karre wechseln. Nehmen wir den großen Bulli. Den großen SUV, den mag ich momentan lieber als den Ford. Wenn wir gleich in dem Gebiet sind und uns zufälligerweise eine Karre im Weg steht. Ja, wir fahren gar nicht mehr in das Gebiet rein. Ja. Das war schon hart. Da hat der eine die Frau des anderen angegrabbelt. Einer war besoffen. Jetzt ist nur die Frage, war der Besoffene das Opfer oder war der Besoffene der Täter? Aber ein Typ in blauem Anzug und blonder Igelfrisur. So, so. Warum hat das Labor kein Drive-In? Einmal kurz vorbeifahren. Kurze Beweise abgeben. Eine neue Karre nehmen. Ich will jetzt gleich mal was ausprobieren. Ich werde jetzt gleich mal ausprobieren, das Fahrzeug vorwärts einzuparken. Und ich möchte gern sehen, ob beim nächsten Mal. Weil ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass Fahrzeuge so am nächsten Tag so zwar repariert, aber halt so stehen, wie ich die eingeparkt habe. Und das möchte ich mal überprüfen, indem ich gleich die Karre hier nehme und vorwärts einparke. Und dann sehen wir ja morgen, ob die Karre jetzt vorwärts steht oder nicht. Auf jeden Fall, wir hatten jetzt die letzten Tage hatten wir immer Tagschicht. Das war eigentlich ganz angenehm. Aber jetzt mal wieder Nachtschicht ist natürlich auch schön. Kann man mal machen. Aber den Fehler habe ich jetzt nicht nochmal gemacht, die Ecke abzukürzen. So, Freunde. Ich meine, die Hälfte der Zeit ist jetzt auch eh schon rum. Von daher war das gar nicht so schlecht, dass wir erst... Wobei, wer weiß, wo wir jetzt wären, wenn wir das... Wenn wir uns... erst auf die Fahrzeuge konzentriert hätten. Wer weiß, wo wir dann jetzt wären. Aber jetzt erstmal das Verbrechen, die Beweise ins Labor bringen. Can I help you with something?
I have the evidence bagged and tagged. I'm just dropping them here for you. Jawohl. Und dann jetzt einmal. We have a fresh set of fingerprints to process. Oh. Also, jetzt ist nur die Frage, ach komm, trotzdem, scheiß drauf. Ich war gerade am überlegen, ob die Karre schnell genug ist, damit wir noch zum Einsatz kommen, aber die beschleunigt ja nur langsam. Wobei machen... wir hier die Markierung. Und ich finde es krass, dass die Polizei... dass unsere Polizeistation keine Undercover-Karre hat. Das finde ich krass. Ich fahre nicht zur Seite. Den hast du aber jetzt auch verdient, ey. Ja. So, da. Das ziehen wir wieder. Fahren wir mal die nächste erst rein. Alter! Die ist mir in die Karre gerannt, Mann. Was soll ich denn machen? Ärgerlich, ey. Schlechter Scherz. Ist mir ohne Scheiß in die Karre gerannt. Kann mein Auto auch nicht wegzaubern. Mann, ey. Das ist halt schon doof. Also dafür konnte ich ja jetzt echt nichts. Meiner Meinung nach. Ist dumm gelaufen, aber das, ja, schadet unserer Reputation, wahrscheinlich auch unserer Erfahrung, die wir jetzt für den Tag bekommen werden. Direkt zwei auf einen Fleck.
Und unsere Karre steht wieder richtig kacke. Ah ja. This'll teach you to respect the parking regulations. Fuck, die Karre muss nicht abgeschleppt werden. Aber die Karre auch nicht. This'll teach you to respect the parking regulations. Oh. Abgeschlossen. So, dann sind wir jetzt frei. This is Central. Reports of gang fighting in the Port Pelican district near Flint Avenue. Four suspects from two rival gangs have been spotted being hostile. Suspects. Nee. Gangkrieg, da sehe ich mich noch nicht. Da sehe ich mich absolut noch nicht. Aber wir können ja noch ein bisschen rumfahren. So, jetzt will ich das mal testen. Dann machen wir ein bisschen fix. I need to see some identification. Isn't this an invasion of privacy or something? Nein, Emma. Definitiv nicht. Warum fährst du so schnell? Would you please open the car trunk? Of course, officer. Den Koffer mit Geld und die geht stiften wie sonst was. Das Spiel spielen wir so nicht. Central, do you copy? Ambulance needed at my current location. Copy that. An ambulance has been dispatched to your current location. Over. So, Jungs. So, dann bekommt die Karre jetzt gleich noch erst eine Strafzettel und wird dann nachgeschleppt. So. I'll place this one gently under the wiper. So, und jetzt